Und hallo und willkommen zurück zu einem neuen Let's Play. Ich spiele Palworld, wie man sehen kann. Ich habe das natürlich zufälligerweise mal gesehen, dachte ich, oh, das sieht ziemlich nice aus. Das hat viele Elemente, die mir ziemlich gut gefallen. Und ich habe keinen Plan mehr, ob ich das gebacken kriege, weil ich da ja noch nicht reingeguckt habe. Ich spiele das sozusagen blind. Ich hätte gesagt, die Spielmechaniken sind vielleicht von anderen Spielen noch so ähnlich. Sicher bin ich mir nicht. Werden wir sehen. Und ja, ich hätte gesagt, wir gucken mal rein, ne? Ich wollte mal reingucken und ja, machen wir das dann mal. Spiel beginnen. Spiel natürlich, ne? Solo. Weltname Palpagos Island. Das würde ich gerne umbenennen. Kann ich das umbenennen? Sakura Island würde ich es gerne nennen. Bestätigen. Mehr Spieler lassen wir mal aus. Weil ich wieder erstmal reingucken. Ein bisschen Schwierigkeitsgrad, normal, lassen wir erstmal so. Dies ist ein Schwierigkeitsgrad für diejenigen, die schon einmal Survival-Spiele gespielt haben. Ein harter Kampf ums Überleben auf der Insel Palapagos. Die Spielstände sind ausbalanciert. Die Ausrüstung und Materialien werden am Todesort fallen gelassen. Das könnte interessant werden, weil ich keinen Plan habe, wie gesagt. Ich spiele das blind. Ich wollte da mal reingucken. Ich spiele Maus-Tastatur, wie man sehen kann. Ich kann auch Controller rausnehmen, aber ich lasse das mal. Ich muss den erstmal raussuchen, weil ich ja noch umgezogen bin. Ich habe keine Ahnung, wo das Zeug liegt. Und ja, wir gucken mal rein. Ich muss ja Charakter erstellen, dies und jetzt. Wir machen das mal und tasten uns da mal so ein bisschen ran. Gemeinsam. Einstellung abschließen, das Spiel beginnen. Ja, bitte. Ich hoffe, ich kann einen Charakter vorhin erstellen. Ich bin gespannt. Okay. Spielername passt. Okay, Nach Spielbeginn kannst du deinen Charakter nicht mehr bearbeiten. Der Bearbeitungsfunktion ist für ein zukünftiges Update geplant. Oh, wir müssen uns also überlegen, wie wir das machen wollen. Sieht schon ziemlich nice aus. Ich habe gerne einen Charakter mit roten Haaren. Mein Charakter in einem anderen Spiel, sozusagen, wo man Monster jagen kann, hat auch rote Haare. Ich weiß gar nicht, ob der hat, glaube ich, auch grüne Augen. Das passt eigentlich ganz gut. Was kann man denn alles eigentlich einstellen? Typ 1, Typ 2. Oh, okay, also männlich, weiblich, alles klar. Hautfarbe. Torsogröße. Oh Gott, jetzt wenn ich das alles. Kann man das zufällig wieder zurückstellen? Voreinstellungen. Ah, okay, hier sind schon Voreinstellungen drin. Guck mal. Typ 1, Typ 2, 3, 4, 4. Okay. Männliche Charaktere, weibliche Charaktere. Ha. Kann man hier heiraten? Nein, wahrscheinlich nicht. Dann lasse ich den mal. Ich habe ja sozusagen so das Prinzip, wenn man heiraten kann, immer männlichen Charakter. Oder, ja, doch. Außer die Charaktere sehen jetzt nicht so pralle aus. Torsogröße. Das sieht ziemlich definiert aus, muss ich zugeben. Die Dame ist ziemlich definiert hier. Torsogröße. Ach du Heilige. Okay. 50 ist. Kann man hier auch ran. Oh, kannst du sogar ranzoomen. Kann ich sogar. Ey, ich bin begeistert. 50% war das, ne? Oh Gott. Gibt es auch irgendwo dazwischen? Ist das. Holy shit. Okay. Da ändert sich nicht viel. Guck mal, hier ändert sich nicht viel. Die ersten 30%. Und dann so ab 50 geht's. Wuff. Okay. Ich weiß gar nicht. 50? Ich glaube, ich lasse es auf 50, oder? Sieht ganz okay aus. Armgröße. Wie Armgröße? Ach du Heilige, okay, bufft oder? Das sieht sehr strange aus. Ich glaube, 50 sind noch ganz ein bisschen schmaler vielleicht, ne? Ich mag es ja ein bisschen schmaler, glaube ich. Was haben wir hier noch? Beingröße. Ach du Heilige, okay. Holy moly. Okay, das sehe ich jetzt erst die Armgröße. Oh, Backe. Das bist ja nur Haut und Knochen. Gibt es auch ein gesundes Maß? Es wäre toll, wenn man das nachher individuell vernünftig machen kann. Aber warum sehen die so breit aus, die Hüften? Das ist merkwürdig. Warum sind die Hände eigentlich so mega? Guck dir das mal an hier. Ich habe das kleiner gemacht. Ich hätte schon mal gesagt, du musst das auf 50 beide lassen, weil das. Okay. Das sieht sehr strange aus. Nein, wir machen das nicht. Ich wollte eigentlich. 50 wäre normal, ne? Das sieht irgendwie. Mit der Hand komisch aus. Warum passt sich die Hand nicht so ein bisschen an von der Größe her? Ich glaube, ich lasse es auf 45 bei beiden, dann passt schon. Oder? Gesicht, oh, jetzt geht's los.
So ein bisschen böser Blick. Ich mag ja so diese Form von den Katzenaugen. Finde ich ziemlich nice. Das ist ein etwas spitzeres Kinn. Und die Bäckchen anders? Okay. Das sieht so ein bisschen schmaler aus, ne? So kleine Stupsnäschen. Das ist ein bisschen nach vorne gezogen, das Gesicht. Okay, ein bisschen Babyface-like oder so. Böse Aura. Okay. Ach du Heilige, okay. Das sieht sehr schwierig aus. Das finde ich aber interessant, dass das machbar ist. Das habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Okay. Das wird sogar gar nicht so auffallen. Guck mal. Auch nicht schlecht. Das sind männliche Gesichter oder sind das weibliche, nachträgliche Gesichter? Also von den Lippen her hätte ich gesagt, sind das nachträgliche Gesichter. Das sieht sehr schwierig aus. Das würde sogar auch noch durchgehen, aber oh Mann. Okay, das ist ein bisschen unheimlich. Nee. Das wird noch durchgehen. Aber das passt nicht ganz zu meinem Charakter, den ich bei dem anderen Spiel habe. Ich versuche so ein bisschen das wiederzufinden. Gesichtstyp. Ich glaube, den Gesichtstyp mag ich gerne, den Gesichtstyp 2. Der gefällt mir ziemlich gut. Ich mag den Soundtrack auch, den finde ich super. Der ist ein bisschen sehr schmal, der kommt ein bisschen raus. Die Ohren bleiben glatt. Ne, die Ohren sind auch ein bisschen nass. Okay. Die Ohren sind ein bisschen definierter hier. Bei dem Charakter. Okay. Bei der Version. Das ist ein bisschen Babyface-like, ne? Ich mag das aber, glaube ich, so lieber. Auch wenn die Ohren nicht so definiert sind. Die Augen. Okay, das erinnert mich. Jetzt müsste ich noch pink machen, komplett. Auch nicht schlecht. Es gibt ja ein paar. Okay. Jetzt muss ich die Augen aber pink machen. Dann gibt es die pink. Oh, lila. Auch nicht schlecht. Rot. Kann ich das Spektrum selber ändern? Kann ich nicht. Muss ich auf Benutzer definiert gehen, ne? Ja, genau. Okay, wenn ich da hingehe, wenn du sagst Benutzer definiert. Holy moly. Okay, nice. Da mag ich aber grüne Augen. Die Sättigung. Muss ein kräftiges Jadegrün sein eigentlich. Boah, wow, okay, das ist ein bisschen nuklear. Das ist ein bisschen... Ich mag ja die Special Kombi rot und grün. Wobei, es wäre cool, wenn man die Augen auch switchen kann. Das ist ein bisschen sehr... Kann man das ein bisschen dunkler machen, das Grün? So ein kräftiges Grün ist das jetzt, ne? Wobei, das geht hier schon in etwas andere Farbe über. Das ist Episode 0 eigentlich wieder, muss ich zugeben hier. Die müsste ich dann raushauen, bevor ich die eigentliche Episode raushaue. Das heißt, das könnte jetzt ein bisschen dauern. Volle Sättigung. Hell, nee, könnte ein bisschen dunkler sein. 45, ich hab's mit 45 irgendwie heute, ich weiß auch nicht. Spiralaugen. Katzenaugen sehen auch nice aus. Okay, das sieht unheimlich aus. Normale Augen, etwas kleinere. Ich finde cool, dass man die auch schwarz machen kann. Das finde ich ziemlich abgefahren. Ich bin überlegen. Jetzt erinnere mich gerade wieder ein bisschen an Final Fantasy. Ich zocke Final Fantasy auch. Rate mal, welche Klasse ich spiele. Beziehungsweise Rasse, ich spiele so. Nicht Klasse, sondern Rasse. Ja gut, Klasse vielleicht auch, aber Rasse. Normale Pupillen oder...
Ich glaube, wir bleiben bei normalen Pillen. Augenbrauenfarbe. Augenbrauenfarbe? Wie Augenbrauenfarbe? Die kann man doch so lassen, oder nicht? Problem ist, wenn ich das jetzt umstelle, dann passt die Farbe nachher nicht mehr, ne? Boah, okay, das ist ein bisschen nuklear. So, ich ganz okay so, oder? Die Haare, kann ich die auch noch machen? Ja, Haare kommen als nächstes. Das Problem ist, ich würde die Haare gerne in der gleichen Farbe machen. Mein Charakter hatte, glaube ich, so einen Ponytail, so einen langen. Ich weiß gar nicht, gibt es das hier auch? Ich mag ja Charaktere mit langen Haaren eigentlich gerne. Okay, das ist eine ziemlich abgefahrene Frisur. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Auch nicht schlecht, finde ich cool. Okay, bold, wir haben ein bisschen zu bold. Das auch. Ich mag ja langes, wallendes Haar, muss ich zugeben, bin ich ja Fan von. Twin Tails wäre natürlich auch cool, ne? Da sind ein paar coole Frisuren, weil, muss ich schon zugeben. Ich bin ja gespannt, ob nachher noch mehr dazu kommen. Okay, mit so einer Antenne umwurf. So eine Frisur finde ich auch ziemlich nice. Okay, Spaghetti auf dem Haar. Ich vermisse langes Haar. Das ist so das Längste, was man so finden kann, ne? Oder hochgesteckt. Ich glaube, dann bleibe ich bei hochgesteckt. Wir nehmen dann die als Standard. Die Farbe müssen wir Benutzer definiert machen. So, bam. Wobei, lila natürlich auch nice wäre, ne? Ah, manchmal Charakter mal lila. Ja, finde ich halt auch super. Ich bleibe bei meiner rothaarigen Dame hier. Volle Set, wow. Wir müssen die Helligkeit ein bisschen runterschrauben. Ich glaube, das ist too much, Alter. Die Farbsättigung ist ein bisschen hardcore. Das geht ein bisschen ins Orange jetzt hier, ne? Gibt's nicht so ein knalliges, schönes Rot? Das ist doch schönes, kräftiges Rot. Aber die Augenbrauen passen nicht mehr ganz. Warum geht der eigentlich mal aus den benutzerdefinierten... Ja, so sieht's schon besser aus. Das ist ein bisschen zu überstrahlt hier. Die Helligkeit ist ein bisschen zu hardcore. Bisschen dunkler noch? Ne, schwarzes Haar nicht. Ich mag es ja, wenn es ein bisschen leuchtet. 34. Die Farbsättigung, volle Kanne oder ein bisschen weniger? Machen wir volle... Boah. Aber wenn das nicht rot ist, dann weiß ich es auch nicht. Die Farbsättigung muss ich ein bisschen rausnehmen, glaube ich, ne? Alter. Ich bin noch nicht ganz zufrieden mit der Farbe. Das Rot ist schon nice, aber es ist ein bisschen too much irgendwo. Machen wir 82. Das ist auch eine besondere Zahl für mich. So, dann gucken wir nochmal Gesicht nochmal kurz. Ich muss nochmal die Augenbrauen anpassen, weil die Farbe passt nicht mehr ganz. Warte mal, kann ich die Farbe anpassen? Was habe ich hier für die Haare genommen? Volle Farbe Rot, 82, 38. Dann machen wir das hier auch. Es wäre toll, wenn du das anpassen würde. 82, 38. Farbe ist rot. So. Okay, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Kann ich die Körperfarbe noch ändern? Die Hautfarbe ja hier. Farbsättigung, ein bisschen. Oh, Backe. Helligkeit, immer die Helligkeit ein bisschen raus. Das könnte ein bisschen schwierig werden mit der Hautfarbe, das einzustellen, ne? Ich mag ja so einen leicht braunen Ton, aber nur so leicht. Oh boy. Die Helligkeit sieht... Okay, das sieht auch unheimlich aus, aber auch interessant irgendwie, muss ich zugeben. Farbe, weiß ich jetzt gar nicht. Ist ein bisschen zu orange. Zu dunkel. Zu blass.
Das ist too much. Das sieht schon ein bisschen besser aus von der Farbe her, aber immer noch nicht so das Gelb vom Ei. Wenn ich die Farbsättigung ein bisschen rausnehme oder die Helligkeit, weiß ich nicht, was muss ich rausnehmen? Zu dunkel. Behält er die Einstellungen oder was? Das gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Die Farbe sieht ein bisschen besser aus. Bisschen rausnehmen, die Sättigung. Ne, es sind ja grobe Einstellungen. Ich weiß nicht, ob sie das nachher noch ein bisschen anpassen. Wie sieht denn das? Zu viel, ne? Ja, das ist zu viel. Ist zu wenig. 50%? Ich glaube, das sind 50%. Ich glaube, das ist ein guter Kompromiss. Ist jetzt noch nicht ganz so meins, aber die Dame hat auf jeden Fall schon. Die ist ziemlich sportlich auf jeden Fall. Die Stimme. Eins. Kann man die noch. Achso, mit Wiedergabe mit V. Okay. Auch nicht schlecht. Passt nicht ganz. Okay. Es gibt echt eine Menge Stimmen hier. Okay, das sind Männerstimmen. Die passt nicht. Die drei, passt schon. Okay, dann haben wir alles zusammen. Ich bin gespannt. Der Charakter lassen wir so. Ich mag ja rot und grün Haar. Es passt fast eigentlich mit meinem Charakter, wie gesagt, aus dem anderen Spiel. Ich müsste den mal wieder auspacken, mal wieder reingucken. Ja, habe ich schon mal nicht mehr gemacht. Wir lassen es mal so. Ich hoffe, man kann das später noch ein bisschen besser definieren. Was hat die Dame eigentlich auf dem Rucksack hier? Der ist jetzt zusammengebunden, ne? Die scheint aber wirklich hier so ein bisschen eingeboren zu sein. Die Hände machen mir ein bisschen Sorgen, weil guck dir mal an, diese riesen Hände hier. Das ist strange. Aber es passt ja irgendwie, ne? Okay, wir lassen es mal so. Ich würde sagen, wir gucken mal rein und los geht's. Ich weiß noch nicht genau, ob es direkt losgeht oder nicht. Wir gucken mal. Ansonsten muss ich das halt, wie gesagt, hier als Episode 0 raushauen. Das ist Charaktererstellung und ja. Ich denke mal, wir legen mal los. Auf geht's. Charaktererstellung abschließen. Das Spiel beginnen. Nach Spielbeginn kannst du deinen Charakter nicht mehr bearbeiten. Eine Bearbeitungsfunktion ist für ein zukünftiges Update geplant. Ja, wir lassen den Charakter so. Passt schon. Jetzt committen wir damit und los geht's. Sakura Island. The towers are the key. The tree holds the truth. Die Tower sind der Schlüssel. Und der Baum enthält die Wahrheit, hätte ich jetzt mal gesagt, ne? Kommt das hin? Ich hoffe mal. Okay, es geht so. Wir haben es sogar schon in Deutschland irgendwas. Sammle herabgefallene Äste oder schlage gegen Bäume, um an Holz zu kommen. Öffne mit Escape das Optionsmenü und schau dir das Survival Guide an. Wir gucken mal kurz mit Escape. Haben wir schon mal gemacht. Mehrspielermodus, Survival Guide. Womit fange ich am besten an? Wir machen das so, komm, wir kriegen das hin. Wir sind schon prädestiniert. Öffne mit B das Baummenü, wähle primitives Werkzeug und suche einen passenden Platz. Okay, wir gucken erstmal. Das Rot gefällt mir schon ziemlich gut. Sehr nice. Grüne Augen gefallen mir auch schon ziemlich gut. Gut, der Teint gefällt mir noch nicht ganz so. Muss ich gucken. Es wäre cool, wenn man nachher noch Körperdefinitionen nachher noch anpassen kann hier. Aber das ist ja erstmal. Wir sind ja noch im Early Access. Windstiegshügel. Laufen. Okay, ich muss jetzt mal gerade gucken hier. Steuerung und so.
Ach du Heilige, ist das Stamina dort? Okay, da kann ich nichts mitmachen. Wir sind hier runtergefallen, oder wie, oder was? In der Höhle? Ne, wir sind hier einfach gelandet. Ein Kativa, weiblich. Level 2. Okay. Wir gehen aber erstmal. Es ist wieder abgehauen. Vielleicht verfolgt es uns. Warte mal, wir gucken mal nochmal. Okay, die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich muss, glaube ich, die Maus ein bisschen empfindlich einstellen. Wir schauen mal, die ersten Anfänge jetzt hier sozusagen. Holy moly. Alter, hier kannst du nachher überall rumlaufen? Ach du Heilige, da ist der Yggdrasil-Baum, hätte ich beinahe gesagt, jetzt hier. Anderes Spiel. Das sieht echt nice aus. Guck mal, du hast da eine Ebene, du hast hier eine Ebene, du hast hier eine Ebene. Da ist wieder was anderes. Da, da. Das ist schon ziemlich groß. Gefällt mir ziemlich gut. Ich bin gespannt, Maus, das du. Ich glaube, das könnte sogar für Controller noch ein bisschen besser sein. Ich bin mir auch nicht sicher. Okay, wir sammeln mal ein paar Äste ein. Mit F sammeln, okay. Erstmal gucken, Maustastatur. Bin gespannt. Vielleicht spielst du auch mit Controller. Laufen. Wir gehen erstmal hier hin, weil das sieht nach einem Speicherpunkt aus. Schnellreise freischalten. Oh, okay, das ist was anderes. Ein Technologiepunkt erhalten, okay. Der leuchtet jetzt blau. Hallo, wer bist du? Expeditionsüberlebende. Verbrauche Technologiepunkte, um neue Gegenstände zu bauen. Okay. Eine Werkbank. Kann ich die einfach so hinklatschen? Komm, wir machen das einfach mal. Bitteschön. F halten mit Bau. Okay. Kann man hoffentlich später wieder abbauen. Fertig. Rezept wählen. Okay. Keine Gegenstände in der Warteschlange. Wir brauchen 5 Holz. Steine. Ja, kriegen wir hin, oder? Ich hoffe nur, wir werden jetzt nicht gejagt oder so oder geprügelt. Kann ich springen? Ja, kann ich. Ich muss mal gucken, was wir als Anzeigen haben. 1, E und 3. Was ist das denn für ein Ding ins Menü? Schnellzug aufs Menü, okay. Pflanzen-Pokémon. Au. Wenn du dich abhärten willst, geht das? Ich krieg echt Steine raus. Wird man das in Free Life auch machen? Nein, bestimmt nicht, glaube ich. Das ist meine Stamina, okay. Ich bin gespannt. Das scheint ziemlich interessant zu sein. Die Steuerung ist etwas gewöhnungsbedürftig noch. Die ist noch nicht optimal eingestellt für mich. Da muss ich noch ein bisschen dran rumtüfteln. Wir gehen mal gerade. Wir brauchen noch ein Holz. Das geht so schnell mit F. Ich glaube, Dings könnte das schneller gehen, eventuell. Kann ich hier so hochspringen einfach, oder? Oh. Okay, du kannst da so hochklettern. Auch nicht schlecht. Okay. Stamina ist aus. Ich drücke die ganze Zeit halt hier auf Fullspeed. Benötigt Handwerk. Erstmal hier, ne? Das 115 Ding. Beginnen. Ach du krass, du musst sogar gedrückt halten zum Arbeiten. Okay. Erhalten. Okay, wir haben einen Knüppel. Wir haben eine Keule gebaut. Auch nicht schlecht. Das erste, was wir brauchen, eine Knüppel. Okay, wir knüppeln mal eine Runde. Wollen wir eine Runde knüppeln? Nee, eigentlich nicht, ne? Ich sammle erstmal Ressourcen. Lass erstmal die Tiere da in Ruhe. Den kann ich so mitnehmen, okay. Ich gucke mir erstmal so ein bisschen an. Erstmal ein bisschen vorantasten. Wir wollen ja nicht gleich hier irgendwie ihn verärgern. Ist noch nicht optimal. Was brauche ich eigentlich für eine. Kann ich das nachgucken? So, ich würde gerne. Nee, bauen. Ja, ich würde gerne irgendwo reingucken in der Liste, in der Bauliste. Okay, du musst letztes gedrückt halten, damit du hier hochkommst. Alles klar. Jetzt wird's dunkel. Expeditionsüberlebende Level 3. Ich weiß nicht mehr, welche Level wir haben. Eine Spitzhacke, das wollte ich haben. Gedrückt halten. Greife einen Pal an, um ihn zu schwächen und wirf dann mit Q eine Palsphäre, um den Pal zu fangen. Okay, das machen wir gleich. Wobei, jetzt ist es langsam dunkel. Das ist, glaube ich, keine gute Idee.
Ich habe sogar eine Spitzhacke auf dem Rücken. Die steckt mir zwar so ein bisschen halb im Rücken, aber hey. Wie kann ich denn wechseln? Ah, mit Mausrad, alles klar. Nice. Kann ich das hier auch abbauen? Nein, das ist nur Deko. Ich brauche eine Fackel, richtig, ne? Ich hoffe mal, jetzt kommt keiner Monster hier in die Ecke. Palladium-Bruchstück. Stamina. Oh, der bricht sogar. Das ist nämlich ein anderes Spiel, das ist genauso. Zumindest von der Animation her. Erstmal aufladen. Muskeln wieder regenerieren lassen und dann. Da kommt aber eine Menge raus. Okay, nice. Wir sind Level 2. Ich bin gespannt. Wow, können wir noch was mitnehmen? Nee, ist alles weggeplatzt. Okay, wir gehen mal nach oben zu der Dame. Ich habe nämlich keine Lust, hier jetzt gefressen zu werden im Dunkeln. Können wir uns einfach dazusetzen? Können wir mit der reden? Wir sprechen sie mal an. Expeditionsüberlebende. Ein Schiffbrüchiger? Jemand, der nicht nach Pals riecht? Ist mir länger nicht mehr untergekommen. Die Insel ist die reinste Hölle. Von denen, die mit mir herkamen, ist keiner mehr am Leben. Einer nach dem anderen wurden sie von wilden Pals abgemurkst. Pass bloß auf dich auf. Ein paar Ressourcen kann ich dir zwar geben, aber um hier überleben zu können, musst du dich selbst ranhalten. Dankeschön. Die Dame hat eine Knarre, Alter. Guck dir das mal an, ey. Okay. Öffne das Baumenü. Haben wir schon gemacht. Haben wir schon gebaut. Handfackel spendet Licht und schützt vor Kälte. Aha. Oh, ich sehe gerade, die wird auch verbraucht. Hier, guck mal. Fackel. Zirpende Grille. Ziemlich nice, ziemlich nice. Okay, erhalten. Ich finde das... Wow. Kann ich damit auch angreifen? Komm, wir gucken uns das mal an jetzt im Dunkeln. Will ich ein Pal angreifen? Eigentlich nicht. Bin mir nämlich noch nicht sicher. Öffne im Menü den Technologiebildschirm. Aber Technologie, Respawn, Notizen, Survival Guide. Technologiebildschirm, da oben. Das haben wir alles gemacht. Bzw. haben wir alles freigeschaltet. Bauwerk. Wie viele Punkte haben wir eigentlich? 13 Technologiepunkte, okay. Sphäre. Freischalten. Ja, bitte. Lagerfeuer wäre noch wichtig. Palbox, was haben wir denn da? Eine Anlage zur Aufbewahrung gefangener Pals. Den Pals in der Box werden nach und nach LP wiederhergestellt. Der Bereich ringsum ist dein Lager. Palladiumbruchstücke haben wir schon ein bisschen. Lagerfeuer wäre wichtig. Wir haben aber nicht genug Holz und brauchen einen Technologiepunkt. Okay, wir müssen noch Sachen sammeln. Reparaturbank. Zur Reparatur kaputter Waffen und Hilfsmittel brauchen wir. Ganz wichtig. Einen Bogen hätte ich gerne. Bogen und Pfeile. Was haben wir hier noch? Ein Bett. Bett wäre auch wichtig zum Pennen. Steht für Mensch darauf, werden ihm LP wiederhergestellt. Leg dich abends schlafen, um die Zeit bis zum Morgen wieder vergeht wie im Fluge. Um noch schlafen zu können, muss es an einem überdachten Ort aufgestellt werden. Aha. Okay. Stoffkleidung. Aus stoffgefertigte Kleidung schützt vor nächtlicher Kälte. Für die Erstellung wird primitive Werkbank benötigt. Okay. Lagerfeuer wäre ganz nice. Wir brauchen mehr Holz. Wir müssen Holz sammeln gehen. Können wir Holz einfach so sammeln? Eine Axt müssen wir noch herstellen. Können wir herstellen. Dann machen wir gerade noch eine Axt fertig, wenn wir schon da sind. Wie lange hält die Fackel eigentlich? Unendlich? Ich bin mir nicht sicher. Davon haben wir genug. Herstellen. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass man hier so drücken muss. Und dass man sich's abholen noch muss. Diese Bestätigung, weiß nicht, wäre gut, wenn man die weglassen könnte. Okay. Ah, guck mal hier. Interessant. Es regnet zum Glück nicht. Wenn es jetzt regnen würde, dann hätten wir richtig ein Problem. So, die Frage ist jetzt im Dunkeln, das erinnert mich voll an Ark. Ich habe voll Bock, wieder Ark zu zocken. Müsste ich mal holen, einen Lammball. Wollen wir einen Lammball mitnehmen? Was ist das da? Da pennt sich was, guck mal. Okay, ich hätte gerne einen Baum. Zum Mitnehmen, bitte.
Okay, der ist ein bisschen weit unten. Gibt es hier irgendwo einen Baum auf der gleichen Ebene? Wurzeln. Oh, Level 16? Nope. Level 16 kannst du mal gleich getrost klicken. Dann mal Level 1. Das klingt doch schon mal gar nicht so schlecht. Was kann da schon passieren? Ressourcen? Hier ist ein Baum. Wir nehmen mal den Baum hier um die Ecke. Ich will jetzt noch nicht so weit vordringen hier. In unbekannte Weiten. Neue Zivilisation. Oh, kann ich hier noch ein bisschen. Okay, Kälte geht runter. Okay, Kälte geht wieder rauf. Leben geht auch wieder rauf. Okay, gut. Gut. Das heißt, wir können nachts auch ein bisschen arbeiten. Was ist das für ein Zeug? Ich nehme erstmal einfach alles mit. Palladium, alles klar. Von der Farbe her habe ich mir schon gedacht, aber sicher war ich mir jetzt nicht. Wofür man es braucht, wahrscheinlich für Technologie, ne? Wir müssen mal gucken, dass wir uns das irgendwie auf die Schnellbutton ziehen hier wahrscheinlich dann. Im Augenblick scrolle ich hier nur durch. Wie lange ist eigentlich so eine Nacht hier? 24 Stunden oder? Da geht der Mond schon unter. Das geht ziemlich schnell hier, okay. Muss ich mir eigentlich noch so ein Ding jetzt bauen? Ja, muss ich. Okay, dann gehen wir gleich mal nach oben. Der Baum sieht echt nice aus. Da würde ich voll das Baumhaus drin bauen. Da hätte ich voll Bock drauf. Kann man da was bauen? Bestimmt nicht. Ich nehme erstmal alles mit hier. Was haben wir hier? Erze haben wir hier. Das heißt, wir brauchen nachher noch einen Schmelzofen. Das könnte interessant werden. Ich muss aber eigentlich mal. Was? Du schleppst ein bisschen zu viel rum? What? Schleppst zu viel mit dir rum, verbrauchst Statuspunkte, um deine Maximallast zu erhöhen. Okay. Nein, ich. Ja doch, geht auch. Tab und Escape. Okay, geht beides. Nicht schlecht. Paldex. Technologien. Wir können Lagerfeuer herstellen. Kiste wäre ganz gut. Reparaturbox ist wichtig. Ein mieses Bett ist auch wichtig. Ich nehme gleich hier mieses Bett, ne? Palstrohbett. Ach, die brauchen auch noch ein Bett. Ach du meine Güte. Reparatursets. Werkzeug für die Reparatur von Gebäuden. Kaputt ge Gebäude können damit wieder instand gesetzt werden. Okay. Das wäre noch wichtig. Ein Bogen. Ich mag ja Fernkampf. Mal gucken, wie das aussieht. Hören wir eigentlich noch ein bisschen was. Im Grunde können wir damit erstmal alles freischalten, ne? Lagerfeuer ist auch sehr wichtig. Bauwerk. Ja, eigentlich schon, ne? Wir nehmen mal das und für die Pals nehmen wir noch ein Bett mit. So, jetzt sind wir fast durch. Ja, im Grunde genommen kann ich eigentlich fast alles mitnehmen. Ich brauche nur einen Punkt noch. Dann sind wir auch hier mit den Leveln durch. Also schon gut strukturiert. Wir nehmen das noch mit. Passt schon. Jetzt fehlt uns noch ein Punkt und dann können wir Stoff auch herstellen. 308 jetzt hier. Kann ich noch laufen? Ne, kann ich nicht. Alles klar. Macht Sinn. Und nur zu Statuspunkte. Statuspunkte. Team, kein Pals im Team. Ach krass, ich kann mir nachher. Lambal, Kativa. Kativa habe ich drüben gesehen. Chipiki. Okay, das sind die drei, die man am Anfang gesehen hat. Gilde, die müsste ich aber färben von der Farbe her. Werte erhöhen. Was erhöhe ich denn mal? Arbeitstempo. Das ist natürlich die Frage, wie man das jetzt am geschicktesten macht, ne? Jetzt muss ich wieder an Ark denken. Angriff ist, glaube ich, ganz gut. Wie viel geht denn das hoch? Um 2 Punkte jeweils? Ja, okay. Ich muss da nochmal nachgucken. Wo ist mein Survival Guide? Spielziel. Wo fange ich mal ein bisschen an? Gegenstände, Fertigkeiten, Hochstufen. Je mehr EP du im Pals sammelst, desto höher steigt eure Stufe. EPL zu beim Besiegen oder Fang von Pals. Ja, das könnte interessant werden. Wir gucken aber mal rein. Die Episode wird schon wieder zu lang. Ich gehe erstmal zurück und sage erstmal danke fürs Zuschauen. Das ist jetzt die Episode 0 im Grunde genommen. Ich hätte auch so gern eine. Sieht voll knufflig aus. Aber schau mal. Ja, ich weiß, ich schleppe zu viel mit mir rum. Ich muss da erstmal rauf.
Gott, ich kann hier nicht mehr hochklettern, Navi, oder was? Weil ich zu schwer bin, oder was? Tatsache, ich kann nicht mehr klettern, wenn ich zu schwer bin. Uff, okay. Haben wir wieder was gelernt. Na gut. Ich schau mal. In der nächsten Episode geht's weiter. Ich sage danke fürs Zuschauen. Guck mal, Kativa. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.